Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wird unterstützt von der Lejeune Academy München. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder Motivation Gesundheit eingeschaltet haben. Ja, heute möchte ich Ihnen einfach einen wunderbaren Arzt vorstellen, Professor Dr. Dietmar Deichend. Herr Professor, Sie sind ein neues Gesicht auf München TV. Sie sind ein leidenschaftlicher Arzt. Warum sind Sie Arzt geworden? Naja, weil ich Freude an diesem Beruf mir schon immer erwartet hatte und das hat sich auch bestätigt. Mhm. Also ich habe ja erst mal Zahnmedizin studiert und habe dann festgestellt, das Handwerkliche liegt mir nicht ganz so und bin dann in die Humanmedizin gewechselt und da bin ich dann sehr glücklich geworden. Mhm. Aber Sie sind auch ein Motivationsmediziner. Da gibt es viele Menschen, die Sie kennen, wo Sie sagen, ich möchte einfach erst mal den Menschen kennenlernen und dann gehe ich erstmal in die medizinische Abteilung. Wie wichtig ist der Mensch für Sie als Arzt? Der Mensch für mich als Arzt ist insofern wichtig, als dass ich meine Praxis darauf ausgerichtet habe, dass ich immer Zeit für jeden Patienten habe. Und zwar eine Stunde. Das ist unser festes Programm. Und in dieser Zeit lerne ich meine Patienten sehr gut kennen. Manchmal vergeht auch Zeit für Geplauder. Aber auch das ist ja wichtig. Man muss ja seinen Patienten kennenlernen. Und so tastet man sich auch an medizinische Krankengeschichten ran. Es geht nicht immer gleich in medias res, sondern es ist manchmal auch ein Kennenlernen und ein sich motivieren. Ich mag mich noch gut erinnern, als wir mal eine ganz beeindruckende Sendung gemacht haben, denn Sie haben ein unglaubliches Spektrum, also von Ernährungsmedizin bis Sportmedizin, bis was das Gerüst des Menschen betrifft. Sie sind schon ein Tausendsasser. Ich mag mich noch erinnern, als ich bei Ihnen mal war und einfach mal gesagt habe, checken Sie mich doch mal. Dann sagen Sie, ja, Sie sind ja gesund, Herr Lejeune. So, ja, aber irgendwas müssen Sie doch finden. Und das ist das Thema unserer heutigen Sendung, und zwar Gluten. Was ist Gluten? Gluten ist ein Überbegriff für Klebereiweiße, die in gewissen Getreidesorten vorkommen, insbesondere im Weizen, im Hafer, im Roggen, Kamut, Hirse, also die gebräuchlichen Getreidesorten, mit denen wir Brot und Nudeln machen und die wir auch hauptsächlich konsumieren. Und dieses Klebereiweiß sorgt dafür, dass diese Getreidesorten gerade für Gebäck und für Nudeln besonders gut geeignet sind. Das weiß der Bäcker besser als ich. Mhm. Und da kommt das vor. Also ohne Gluten wären die Bäcker irgendwie nicht so gut drauf. Ja, davon würde ich zumindest ausgehen, denn diese glutenhaltigen Getreidesorten haben sich in unseren Breitengraden aus klimatischen, ökologischen Gründen etabliert und wurden von den Bäckern auch deswegen natürlich besonders gerne genommen. Es gibt glutenfreie Lebensmittel, beispielsweise auch Brote und Nudeln. Die sind aber teilweise einfach brüchiger oder bröseliger und deswegen sind die glutenhaltigen Lebensmittel bei uns und auch in Süd- und auch Nordamerika etablierter. Hm. Wenn ich das einfach mal so ein bisschen aufrastern darf. Sie haben damals dann bei mir zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit festgestellt. Und ich hatte vorher nicht irgendwie Beschwerden, aber es gibt ja so dieses Gurren im Bauch, Blähungen, einfach man fühlt sich nicht so wohl, so ein kleines Zittern. Gluten ist scharf auf den Dünndarm. Ja, das ist richtig. Lieber Herr Dr. Lejeune, Sie sind quasi ein klassisches Arztopfer geworden, gesund gekommen, krank gegangen. Ja. Aber letztlich war es ja so, Sie hatten mich gebeten, einfach mal zu schauen, ob es irgendwas gibt, was ich vielleicht noch für Sie tun könnte, über das hinausgehend, was wir schon absolviert hatten. Und da habe ich Ihnen gesagt, dass es häufig asymptomatische Unverträglichkeiten gibt, die sozusagen die Spitze des Eisbergs sind. Man spricht auch bei der Glutenunverträglichkeit von der Spitze des Eisberges, weil viele glutenunverträgliche
gar nicht diagnostiziert werden, weil sie nahezu keine Symptome haben, nur beispielsweise öfter mal eine Müdigkeit nach dem Essen oder ein bisschen ein Blähbauchgefühl. Das sind so Symptome, die sich viele Menschen eigentlich angewöhnt haben, gesagt haben, naja, das ist halt so. Und müde oder so, ja? Ja, und bei ihnen war es ja nicht ganz anders. Und dann haben wir tatsächlich in einer Blutuntersuchung Antikörper ja gefunden gegen Gluten und haben dann ihre Ernährung entsprechend angepasst. Ja, und also 10 Kilo leichter, unglaublich, und es tut so gut. Ja. So, erzählen Sie doch mal, Herr Professor, so ein bisschen, warum geht Gluten auf den Dünndarm? Warum ist das so? Nun gut, der Dünndarm erfüllt die Hauptverdauungsaufgabe. In den Dünndarm schüttet die Bauchspeicheldrüse ihre exokrinen Verdauungssäfte aus. Als exokrin bezeichnen wir alles, was nicht hormonell ist. Also Enzyme, Verdauungssäfte, und dort geschieht dann die Verdauung. Und diese Aufspaltung der verschiedenen Lebensmittelbestandteile, Fett, Kohlenhydrate, Eiweiße, das passiert alles im Dünndarm. Dort haben wir auch eine ganz spezielle Darmflora, die auch eine gewisse Bedeutung hat. Da gibt es noch sehr viel Forschungsbedarf. Man weiß noch nicht so genau über vieles Bescheid, aber da arbeitet man daran. Und genau dort passiert dann auch unter Umständen ein immunologisches Chaos, wenn man eine Unverträglichkeit hat. Und schauen ja viele Menschen zu. Ist es denn ratsam, sich so einen Glutenallergietest mal einfach zu gönnen? Nun, das würde ich pauschal so nicht empfehlen. Ich würde sagen, wenn man Beschwerden hat, die unklar sind, ich denke auch an Patienten, die häufig mit der Diagnose Reizdarmsyndrom sich abgefunden haben, was ja eigentlich aus medizinischer Sicht... Was ist Reizdarmsyndrom? Ja, Reizdarmsyndrom bedeutet, man findet eigentlich körperlich erst einmal nichts, aber die Leute haben ständig Verdauungsbeschwerden, ihnen schlägt der Stress manchmal auf den Magen oder auf den Darm, sie kriegen dann beispielsweise, wenn sie gestresst sind, Durchfälle oder wechselhafte Stuhlgänge. Sie haben häufiger Bauchkrämpfe. Das bezeichnet man dann häufig als Reizdarmsyndrom, aber nur dann, wenn nichts anderes vorher festgestellt worden ist. Und ich stelle fest, dass in meiner Praxis zumindest etwa jeder Dritte, der mit einer Vordiagnose Reizdarmsyndrom kommt, eigentlich eine unerkannte Lebensmittelunverträglichkeit hat, die wir dann aufdecken und durch die Ernährungsumstellung häufig dann die Reizdarmsymptomatik auch in den Griff bekommen. Wie wichtig ist in Ihrem Beruf, Herr Professor Deichend, Ihre Erfahrung? Wie wichtig ist das? In meinem Beruf ist sie so wichtig wie in jedem anderen auch. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass man grundsätzlich nach 10 Jahren berufsunabhängig überhaupt erst einen Exzellenzstatus erreichen kann. Das gilt für einen Geiger wie für einen Architekten, für einen guten Handwerker und ebenso auch vielleicht für einen Arzt. Ich glaube, Erfahrung ist wichtig in der Einschätzung dessen, was will ich mit meinem Patienten letztlich untersuchen, weil alles immer gleich im ersten Anlauf zu untersuchen, ist weder medizinisch noch wirtschaftlich sinnvoll. Man baut aufgrund der Erfahrung, aufgrund einer sauberen und akribisch geführten Anamnese dann eine Verdachtsdiagnose auf und die untersucht man dann zuerst und dann kommen die nächstrangigen und so weiter. So tastet man sich dann vor. Beschreiben Sie doch mal ein bisschen Ihr Gebiet, für was Sie stehen als Arzt. Nun gut, ich bin Allgemeinmediziner. Das ist meine Basis, das ist das Fundament meines Hauses. Und auf diese Ausbildung zum Allgemeinmediziner habe ich Schwerpunktbezeichnungen erworben. Und diese Schwerpunktbezeichnungen gehen weitgehend in die Komplementärmedizin, aber sie sind eben auch im Bereich der klassischen Schulmedizin. Also ich habe zum Beispiel eine Anerkennung als Notarzt, genauso wie eine als Neuraltherapeut oder als ärztlicher Osteopath oder aber als Akupunktur oder Ernährungsmediziner. Es ist ein breit gefächertes Spektrum, was aber letzten Endes, wenn man so will, sich in der Allgemeinmedizin vereinigt und aus meiner persönlichen Sicht eigentlich die ideale Ausbildung ist für einen ganz normalen Hausarzt. Ja. Jetzt lassen Sie uns nochmal zurückkommen zu unserem Thema der Sendung, Gluten. Es gibt Glutenallergien, es gibt Glutenunverträglichkeitsgeschichten, aber es gibt natürlich auch die Zöliakie. Das ist eine Krankheit, das ist eine ernstzunehmende Krankheit. Sagen Sie doch da mal ein bisschen was drüber.
Also bei der Glutenunverträglichkeit unterscheiden wir prinzipiell zwischen der Zöliakie, das ist eine ganz spezifische Form der Glutenunverträglichkeit, die durch das Vorhandensein gewisser Antikörper gegen Gluten definiert ist und die vor allem auch eine genetische Komponente hat. Das heißt, es gibt eine vererbliche Komponente. Und davon abzugrenzen sind alle Zöliakie nicht ähnlichen Glutenformen, Glutenunverträglichkeitsformen, die sind in der Fachwelt durchaus noch umstritten, welchen Stellenwert die letztlich haben. Man geht heute auch davon aus, dass alle Unverträglichkeiten auf Weizen und weizenähnliche Getreide, die ja alle Gluten enthalten, möglicherweise auch gegen Polysaccharide, also Mehrfachzucker, okay, in diesen Getreiden stattfinden und diese zu untersuchen, ist eigentlich die große Herausforderung. Also nicht alles, was Glutenunverträglichkeit ist, ist auch eine Zöliakie. Umgekehrt ist aber jede Zöliakie auch eine Glutenunverträglichkeit. In den USA ist Glutenfreiheit ein Begriff. Man kann also, oder auch in Frankreich, man geht in große Shops rein, man sieht die glutenfreie Ecke. Warum ist das so? Ist das auf Vormarsch, glutenfrei sich zu ernähren? Es ist deswegen auf Vormarsch, weil die Glutenunverträglichkeiten zunehmen. Die sogenannte Prävalenz, also die Krankheitsrate, ist in den westlichen Ländern massiv gestiegen, um etwa das Fünffache in den letzten 20 Jahren. Man kann darüber diskutieren, woran das liegt. Ich habe da meine eigene Meinung dazu. Aber ich glaube, dass die Lebensmittelindustrie einfach auf vorhandene Nachfrage entsprechend reagiert. Und das ist bei uns in Deutschland auch nicht anders. Wir haben auch sehr viele glutenfreie Produkte mittlerweile in den Supermärkten. Und man kann auch in Hotels, wenn man frühstückt, also ich zum Beispiel, da haben sie glutenfrei, dann backen die das Brot auf, ja? Natürlich, wir wissen aber auch, dass sie nur in den besten Häusern nächtigen. Das kann nicht in jedem Hotel umgesetzt werden, aber ja, natürlich, man kann das machen und das sollte auch zunehmend, glaube ich, für die Betroffenen, Erkrankten oder nennen wir sie nicht gleich Erkrankte, aber für die Leute, die so eine Unverträglichkeit haben, ist das sinnvoll. Herr Professor Deichend, Sie sind ja auch ein hervorragender Arzt zum Thema Ernährungswissenschaft. Also Sie verstehen was von Ernährung, auch von Sportmedizin, sind schon ein Tausendsasser. Wenn man sich da mal anschaut, die ganze breite Palette, wie ernährt man sich denn gesund? Was muss man da tun? Also vielleicht darf ich anmerken, dass ich den Begriff des Tausendsasser nun nicht ganz so schön finde, aber ich weiß, dass Sie ihn sehr positiv meinen. Ernährungswissenschaftler bin ich nicht, sondern es gibt ein Curriculum der Landesärztekammern für Ernährungsmedizin und das habe ich erworben. Das heißt, der Ernährungsmediziner unterscheidet sich vom Wissenschaftler ja maßgeblich dadurch, dass er die bereits erworbenen Erkenntnisse umsetzt und wir kümmern uns tatsächlich nur um Krankheiten, die mit Ernährung in mittelbarem oder unmittelbarem Zusammenhang stehen. Die Sportmedizin ist nicht mein Schwerpunkt in ärztlicher, sondern vielleicht eher in privater Sicht. Aber ich glaube, dass eine gesunde Lebensplanung nicht geht, ohne dass man sportlich, bewegt, aktiv ist und sich gesund ernährt. Das ist letztlich das Credo auch von Hippokrates gewesen, der sagte, lasst Nahrung eure Medizin sein. Und ich glaube, das sollte sich jeder noch mal vor Augen führen, gerade in der heutigen Zeit, wo man dazu neigt, auch mal unterwegs schnell eine Leberkässemmel zu essen, was per se schon nicht das gesündeste Lebensmittel ist. Aber das Unterwegsessen ist ja auch eine ganz besondere Form. Das schnelle Essen. Das schnelle Essen des Ungenusses. Es gibt tausende Krankheiten und nur eine Gesundheit. Wie motiviert man sich für Gesundheit, Herr Professor? Was muss da stattfinden? Also ich war gestern in einem kleinen italienischen Restaurant, da habe ich einen Herrn gesehen, der unglaublich übergewichtig war. Und er war richtig unglücklich, er war richtig unglücklich. Und ich hätte ihn am liebsten motiviert. Und er war mit seiner Mutter da, mit seiner Großmutter vermutlich. Und dann habe ich die Mutter angeschaut und die Großmutter angeschaut und habe gedacht, das ist schwierig zu motivieren. Wie motiviert man sich für Gesundheit?
Ich glaube, das ist eine individuelle Frage. Macht ja nichts. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass man sich überhaupt für Gesundheit motivieren möchte, was ich nicht unbedingt jedem unterstellen möchte, dann glaube ich, muss man einen sehr individuellen Weg finden für sich selbst. Grundsätzlich empfehle ich den Leuten in den Gesprächen, sich mal zu beobachten im Alltag. Wie belastungsfähig sind sie? Wie gut können sie mit alltäglichen Problemen, die auch mit dem körperlichen zusammenhängen, umgehen? Ich bringe da gerne mal ein Beispiel. Wenn Ihrer Frau jemand die Handtasche klaut, können Sie dem 200 Meter hinterherlaufen und würden Sie den auch einholen? Dieses Beispiel zeigt eigentlich letztlich, wie biodynamisch sind wir, wie biovariabel sind wir. Wir bewegen uns ja vor allem als Großstadtmenschen mehrheitlich in einem sehr kleinen Varianzrahmen. Wir bewegen uns auch nicht mehr so viel wie vor 50 Jahren. Wir sitzen viel in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Büros, in den Autos. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, auch ein Messparameter für Gesundheit. Wie schnell kann ich auf Reaktionen reagieren? Das kann sein, dass ich mal 5 Stockwerke hochgehen muss, weil der Lift ausgefallen ist. All diese Dinge sind ja wichtige Parameter und das kann man im Gespräch entwickeln. Und so entwickeln sich auch Sensibilitäten bei den einzelnen Menschen. Möchte ich eigentlich wieder gesünder sein? Wieder zurück zu Gluten. Wie kann man Glutenallergien feststellen oder Unverträglichkeiten? Wie kann man die feststellen? Also da gibt es als allererstes mal eine Anamneseführung. Das ist ganz wichtig. Anhand der Anamneseführung kann man ja durchaus schon mal eingrenzen. Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass sich Beschwerdebilder nach Glutengenuss entwickeln? Wenn das der Fall ist, dann muss man entscheiden, ob man Blutuntersuchungen macht. Da gibt es Bluttests, die man machen kann. Oder aber vielleicht auch im Rahmen einer Magen-Darm-Spiegelung ist es möglich, oftmals sogar besonders sinnvoll, gerade im Hinblick auf die Sonderform Zöliakie, eine solche Untersuchung zu machen, um festzustellen, wie ausgeprägt ist schon ein Schaden in der Darmschleimhaut vorhanden. Daraus kann man dann wieder Rückschlüsse auf die Verlaufsform der Krankheit ziehen. Und so geht man letztlich vor. Welche Symptome spürt der Mensch, der jetzt eine Glutenunverträglichkeit hat? Irgendwie so ein leichtes Kribbeln, Blähbauch, es gibt ja die Weizenwampe. Die Weizenwampe. Ja. Weizenbier. Genau. Wie empfinden, also es ist ja so harmlos, weil sagen wir, Glutenunverträglichkeit macht jetzt nicht Schmerzen unbedingt, sondern irgendwie so, man wird müde, man isst, ich sage es mal, man isst eine Leberkässemmel und schwuppdiwupp wird man müde irgendwann, ja? Das ist die eine Möglichkeit, aber es gibt viele Betroffene, die Glutenintoleranzen, insbesondere die Zöliakie haben, die haben massive Beschwerden. Welche zum Beispiel? Zum Beispiel ganz häufige Stuhlgänge, häufige Bauchkrämpfe bis hin zu häufigen Stuhlgängen mit Diarrhoe, das ist eigentlich das Typische, also ein Durchfall. Aber Sie haben recht, man spricht auch im Zusammenhang der Zöliakie vom sogenannten Eisberg der Zöliakie, also nur die Spitze des Eisberges ist bekannt. Man weiß, oder das sind zumindest ernsthafte Schätzungen, dass auf jeden diagnostizierten Glutenunverträglichen etwa 5 undiagnostizierte kommen. Nämlich deswegen, weil häufig die Glutenintoleranzen relativ symptomarm verlaufen und bei Erwachsenen vor allem häufig auch Symptome verursachen, die außerhalb des Magen-Darm-Bereiches liegen. Also bis hin zu Bluthochdruckerkrankungen, Hautveränderungen können durchaus auch durch diese Glutenintoleranzen entstehen. Ich komme noch mal zurück. Es ist ja heute, ich war kürzlich vor 2 Tagen irgendwo in Schwabing in einer Sonntagsbäckerei. Dann habe ich gesehen, eine Mega-Gluten-Ware ist da drin. Und es ist so lecker. Es ist ja total lecker. Ja. Also wir haben Croissant und noch warm gebacken. Aber Gluten kann schon ein Teufelszeug sein.
Natürlich. Man muss auch wissen, dass die Getreidesorten, die heute angebaut werden, ja, die immer höher gezüchtet. Richtig. Und die sind zum Teil deutlich glutenreicher als noch vor wenigen Jahrzehnten, was dazu führt, dass wir natürlich eine Hypersensibilisierung bekommen, auch in der Bevölkerung. Das ist eines der Erklärungsmodelle dafür, dass Glutenintoleranzen zahlenmäßig erheblich zugenommen haben. Natürlich schmeckt das alles gut. Die Frage ist, vertrage ich das persönlich? Kann ich das vertragen? Und wenn ja, dann genießen Sie es. Wenn nicht, wenn Beschwerden aber vorliegen, dann muss man auch daran denken, dass solche Probleme zugrunde liegen können. Herr Professor Deichern, Sie haben eine Praxis in München-Bogenhausen. Was ist so Ihr Prinzip? Sie sind ja so ein menschlicher Arzt. Wie ist so Ihre Philosophie in der Praxis? Was bieten Sie an? Was können Sie Ihren Menschen, die einfach mit irgendwelchen Sorgen oder mit Krankheiten kommen, als Allgemeinarzt, was können Sie da einfach sagen? Wie gehen Sie da vor? Also meine Praxis setzt sich zahlenmäßig, was die Patientenstruktur betrifft, aus drei Dritteln zusammen. Ein Drittel sind rein hausärztliche Patienten, ein Drittel sind schmerztherapeutische Patienten, die ich mit verschiedenen multimodalen Schmerzkonzepten behandle, also Rückenschmerzpatienten beispielsweise. Und das andere Drittel sind diejenigen, über die wir auch heute gerade sprechen, also ernährungsmedizinische Patienten. Wie ich rangehe, ist letztlich immer individuell. So halte ich es auch für richtig. Es gibt keine festen Konzepte, sondern ein neuer Patient kommt mit irgendeinem wie auch immer gearteten Beschwerdebild und das wird erst einmal besprochen. Und dann tastet man sich letztlich im Gespräch auf den Grundlagen guter medizinischer Basis an Probleme heran und entscheidet dann im gemeinsamen Konsens, was sinnvoll ist und testet dann letztlich aus, um dann eine Diagnose zu finden. Das ist ja der Idealfall der Medizin, dass die Diagnose vor der Therapie steht. Ja, aber jetzt ich als Motivator. Es ist ja so, wenn ich heute zu einem Arzt gehe, ich gehe zu Ihnen und Sie stellen irgendetwas fest, da muss ich ja zuerst mal dran glauben, ja, dass es so ist. Ja, ich habe zuerst eingangs gesagt, es gibt 1000 verschiedene Krankheiten, nur eine Gesundheit. Welche Krankheit habe ich denn jetzt? Und was wichtig ist, auch der Patient und der Arzt gehen ja eine Beziehung ein. Das ist eine Beziehung. Und sie wollen beide, dass die Gesundheit im Mittelpunkt steht. Und auch die Motivation. Und natürlich gibt es dann Diagnosen, wo der Arzt sagt, passen Sie mal auf, das ist eine ernste Geschichte. Sie müssen das und das, Sie müssen den Alkohol weglassen, Sie müssen die Zigaretten weglassen. Wie wichtig ist auch in Ihrem Beruf das Follow-up, dass man drauf bleibt? Dass man vielleicht auch mal zum Hörer greift und sagt, na, schaffen Sie das. Und nicht nur sagen, ich habe jetzt entdeckt, was das Problem ist für den Patienten, aber ich rufe den jetzt auch mal an und tschüss. Das machen Sie ja nicht. Sie sind ja ein menschlicher Arzt. Wie wichtig ist das? Nun, ich halte es für sehr wichtig, insbesondere bei chronischen Erkrankungen, aber auch bei akuten Erkrankungen macht es natürlich Sinn, dass diese Einheit Patient und Arzt erhalten ist und überhaupt sich erstmal ausbildet. Das ist ja auch eine Form der freiwilligen Ausbildung. Ja, manche Patienten wollen einfach nur eine gezielte Leistung, nennen wir es mal so, und möchten diese Leistung erhalten. Das kann zum Beispiel eben eine wie auch immer geartete Abklärung einer Nahrungsmittelunverträglichkeit sein und wenn das erfolgt ist, dann kommen Sie vielleicht nach ein paar Jahren mal wieder, wenn Sie was Ähnliches haben. Die hausärztlichen Patienten, die brauchen eine ganz andere Führung und natürlich ist es wichtig, dass der Arzt und der Patient miteinander reden und miteinander auch kommunizieren, auch im Follow-up. Und ich darf vielleicht an der Stelle anfügen, was ja vielleicht nicht immer so deutlich gesagt wird, aber im ambulanten, im niedergelassenen ärztlichen Bereich, zumindest im hausärztlichen, haben wir es ja doch oft auch mit Befindlichkeitsstörungen zu tun. Das sind nicht immer so manifeste Krankheiten, aber diese Befindlichkeitsstörungen machen eben den Betroffenen zu schaffen und führen gerade, wenn die Leute älter sind, sie tatsächlich auch zum Arzt. Und nicht selten entsteht dann aus einer oberflächlich empfundenen Befindlichkeitsstörung tatsächlich dann auch eine etwas schwerwiegendere Diagnose bis hin zu den ganz schweren Diagnosen. Natürlich ist Führung und gemeinsame Kommunikation ganz wichtig. Herr Professor Deichern, Sie sind ein Arzt, der sich auch immer weiterentwickelt, was ja ganz wichtig ist.
Man kann nicht sagen, ich bin mein niedergelassener Arzt, ja, habe eine tolle Lage, kenne viele Menschen, mich kennen viele Menschen. Sie sind ja auch irgendwie jemand, der unglaubliche Netzwerke hat. Sie können auch mal sagen, okay, da bin ich vielleicht jetzt nicht mehr so im Detail drin, da empfehle ich den Kollegen X und Y. Aber wie wichtig ist für Sie als Arzt ein hoch angesehener Beruf? Wie wichtig ist es, dass man sich weiterbildet? Unabdingbar. Unabdingbar. Wir alle haben ja auch mal vielleicht die Bilder eines Hausarztes im Kopf, den wir schon lange Jahre vertrauen und der aber im Grunde genommen stehen geblieben ist. Ich gehöre einer anderen Generation an. Meine Kollegen, die ich persönlich kenne und schätze, gehören eigentlich alle zu einer sehr weiterbildungsfreundlichen Arztfigur. Ich kann Ihnen sagen, dass sehr, sehr viele Ärzte, das möchte ich auch gerne an dieser Stelle betonen, ihre Wochenenden opfern, um sich auf dem Laufenden zu halten. Da geht es ja nicht nur darum, dass man Fachliteratur konsumiert, sondern sich auch tatsächlich im kollegialen Diskurs austauscht. Ja. Es gibt wunderbare Weiterbildungen in verschiedenen medizinischen Bereichen, wo die Ärzte sich auch gegenseitig die ein oder andere medizinische Maßnahme antun, gerade in der manuellen Medizin oder in der Neuraltherapie, wo Injektionen geübt werden müssen, teilweise mit Nadeln, die bis zu 12 Zentimetern lang sind. Und das spritzen sich gegenseitig die Ärzte dann durchaus in den Körper. Und Sie spüren es dann selber auch. Natürlich. Und wenn Sie wissen, wie sich eine 12 Zentimeter lange Nadel im Rücken anfühlt, können Sie die Ihrem Patienten dann auch ganz anders vermitteln. Ja. Die Angst und auch die Notwendigkeit dieser Spritze zum Beispiel. Herr Professor Deichend, vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute viel gelernt über die Gluten, ja, über glutenfreies Leben oder einfach Glutentests. Vielen Dank. Ich danke und Ihnen. Und willkommen bei München TV. Danke Ihnen, lieber Dr. Lüscher. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Wir sehen uns wieder beim nächsten Motivationsgesundheitstalk. Bis dahin, eine schöne Zeit. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wurde unterstützt von der Lejeune Academy München.